Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Das dauert viel zu lange, diese scheiß Drehung. In der letzten Folge sind wir in die Galabini 2 gegangen. Wir sind auf dem Weg zu Kianui, Kabu? Kabu heißt er, glaube ich. Zu Kabu, dem dritten Arenaleiter, der anscheinend Feuer ist. Und hier war doch irgend so ein Typ, der auch kämpfen will. Hallo. Ach, mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten. Hat er bestimmt einen Waggon. Nicht wahr, lieber Manfred, der Bahnangestellter ist? Du hast doch bestimmt... Warum ist ein Bahnangestellter in der fucking Mine? Okay, er hat dieses Maulwurfs-Dingsums. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wer vorne ist und wie viele Leben meine Leute haben. Aber ich glaube, das Letzte, was wir in der letzten Folge gemacht haben, war gegen Team Jail zu kämpfen. Und danach hat uns ja Hopp einmal geheilt, deswegen sollten die alle voll sein. Ja, ja. Auf jeden Fall one-hitten wir hier immer noch alles. Richtig toll. So, und kleine Info, ab heute, also ab dem 7. Februar, dieses Video wird eher am 8. Februar rauskommen, aber egal, ab dem 7. Februar bis zum 9. März, Onyx, mir egal, gibt es eine neue Giga Dynamax-Version oder Pokémon, und zwar Toxtricity, auf jeden Fall heißt er so, im Englischen, in komischen Raids drin. Und ich glaube, das ist ein neues Pokémon, das sieht ein bisschen aus wie diese... Diese Viecher, die vor dem Leuchtturm waren, wenn ihr euch daran erinnert. Und ich werde nochmal gucken, ob ich den irgendwie finde und fangen kann, weil es den jetzt halt nur einen Monat gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen will, weil der ist wahrscheinlich richtig stark und nur für Late Game oder so. Und ehrlich gesagt traue ich mich nicht mehr in die Naturzone, seit da dieses komische Onyx war, das einfach alles kaputt gemacht hat. So, das Ziel leitet für 4 bis 5 Runden in einer Sandhose. Ist auch ein komisches Wort. Wieso nennt man das Sandhose? Ich will nicht gegen diese Pokémon hier kämpfen. Ist mir alles egal. Ich will jetzt endlich aus dieser blöden Mine raus. Hopp, was machst du da? Team Jail, was machst du da? Kabu, was machst du hier? Alle sind so da. Ist doch nicht dein Ernst. Aber diesmal weiß ich wenigstens den Namen von diesem Arena-Leiter. Nicht so wie bei Kate. Ach, Team Jail. Ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr mir bei meinem Training zur Hand geht. Aber ein Waggon bei der Arbeit zu stören, ist völlig inakzeptabel. Aber wir wollten dich doch gar nicht stören, wir sind riesige Fans vom Waggon. Lass stecken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass uns eine Biege machen. Dass sie noch so gut laufen können, obwohl sie so fett sind. Das wundert mich. Ach, wenn sie wirklich Fans von Waggon wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Kabu! Wow, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial. So stelle ich mir einen Feuerarena-Leiter vor. Oh, seid ihr nicht Arena-Challenger? Hopp und Dizzy seid ihr, nicht wahr? Die Typen von den Delian und so. Ja, ja, kommt doch bitte in mein Stadion. Das wäre richtig cool. Hier gibt's viele Wasser-Pokémon. Die sind richtig gut gegen Feuer-Pokémon, wisst ihr? Damit ihr mich noch leichter besiegt. Naja, treffen wir uns doch in einem Hotel oder so. Was hältst du davon, Waggon? Gong! Gong sagt auch, ihr sollt irgendwo hingehen. Also dann, tschüss. Wie Waggon nicht mal richtige Reifen hat. Einfach solche hohlen Menschenreifen, die gar nicht richtig rund sind. Mein Bruder hat mir erzählt, dass sich viele Trainer in Kabu die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Arena Challenge schmeißen. Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wem einheizt. Ja, ich meine, er hat uns gerade den Tipp des Jahrtausends gegeben, dass man da Wasser-Pokémon benutzen soll. Wird schon nicht so schwer sein. Verbringe die Nacht im Hotel Knospi in. Okay. Wie, jetzt sind wir wieder in Engine City? Warum? Hä? Subi, guck mal, hier gibt's ganz viele neue Pokémon. Zum Beispiel ein... Mogelbaum. Warte, warte, ich... kommt da irgend so ein Karatekämpfer an? Das ist schon gruselig, wenn die einen verfolgen. Gib dir auf die Fresse, du Blödkopf! So, Mogelbaum ist nämlich gar kein richtiger Baum, deswegen ist es ein Mogelbaum. Deswegen... Ich glaube, der ist Gestein oder Kampf oder sowas? Keine Ahnung, aber ich glaube, Rasierblatt könnte... Eventuell sogar sehr effektiv gegen den sein. Doch, ja, tatsächlich, genau. Der ist nämlich nicht Pflanze, wie man vielleicht denken soll, könnte, sondern der ist Gestein. Ja, ja, so ist das, Leute. Habt ihr wieder was gelernt? So, was gibt's sonst noch? Der Rannik hat mir in der letzten Folge einen Kommentar geschrieben, in dem stand etwas ganz Tolles drin. Und zwar bezüglich Fly bzw. Porenta. Und zwar hat er ja auch in der vorletzten Folge schon geschrieben, dass es eine Weiterentwicklung hat. Und jetzt hat er noch ergänzt, wie man das weiterentwickelt. Und dafür muss das Porenta anscheinend im Kampf 5 fucking Crits landen. Und da gibt es dann noch so einen Trick, dass man dem Porenta eine Lauchstange gibt, also zum Tragen. Ich weiß, er hat ja von Anfang an schon eine Lauchstange irgendwie bei sich, aber wenn er eine Lauchstange trägt, dann ist seine Crit-Chance wohl noch mal krasser erhöht. Ja, und deswegen werde ich
irgendwann nochmal, ich weiß jetzt nicht ob heute, nochmal Porentas fangen gehen und hoffen, dass da irgendeiner diese Lauchstange trägt, weil die sollen die wohl recht häufig tragen, und das dann Fly geben, damit er sich halt irgendwann entwickeln kann. Weil die Weiterentwicklung von Fly würde ich schon gerne sehen. Kann dieses Mogelbaum jetzt endlich mal in den roten Bereich kommen? Dankeschön. Aber danke, danke Radek für die ganzen Tipps. Du bist hier echt ein Lebensretter. Muss ich das nicht selber alles angucken. Eigentlich möchte ich mich ja so wenig spoilern lassen, wie geht. Aber ich glaube, so Sachen mit Entwicklungen und sowas, vor allem wenn die so speziell sind, da muss man das nachgucken, oder? Oder halt aus Zufall irgendwie entdecken. Wieso setze ich eigentlich noch einen Ruckzuck-Kip ein? Ich verstehe mich selber nicht. Ich drücke die ganze Zeit nur A, Leute. Haben wir denn noch andere Bälle? Hatten wir nicht noch irgendwie Superbälle? Ja, 10 Stück. Der ist aber schon Level 25. Ja, komm. Wir setzen mal einen Superball ein. Pokéball, flieg und sieg. Gib dich Exantos geschlagen und gib dich Dizimon geschlagen. Bleiben Sie im Ball drin. Oh, Sie blödes Viech. Wird mir ja schon wieder alles viel zu teuer. Come on. Come on. Come on jetzt. Bleib drin, bitte. Oh, 2. Oh, er ist wieder geflüchtet. Oh, Mist, das war ja knapp. Immer diese Pokémon, die sich nicht fangen lassen wollen. Ja, ist okay. Okay, Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich setze einen Superball ein und drücke die ganze Zeit B. Denn jeder weiß, wenn man die ganze Zeit B spammt, dann bleibt da ein Pokéball drin. B, 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 B. Dich. War das nicht B, sondern muss man A drücken? Oder A, B oder R, L? Okay, dann. Ich spamme A. Die Taste A wird gespammt. Come on, bleib drin. Ja! Oh Mann. Ich hasse dich. Oh, sein scheiß Blick, auf wenn er angreift. Ja, was soll ich machen? Das ist alles viel zu teuer hier. Fucking Mogelbaum. Okay, Mogelbaum. Noch ein Ruckzuck-Keep. Okay, so, wir haben ihn jetzt noch ein bisschen geschwächt. Superball, flieg und sieh. Oh, habt ihr gesehen, wie krass er den gefangen? Alter, hat den anders geworfen. Habt ihr es gesehen? Hä? What the fuck? Weil der jetzt so wenig Leben hatte, oder wie, wieso? Hä, er hat den voll straight geworfen, ohne so eine Kurve. Und er hat nicht mal dreimal gewackelt, sondern nur einmal, oder was? Das war ja richtig heftig. Alter, sind wir heftig. Haben wir uns das von Betsy, Betis abgeguckt? Der heißt gar nicht Betsy. Habe ich gemerkt, der ist Betis. Sondersensor will JC erlernen? Was ist das schon wieder? Eine Psychoattacke. Sonderangriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. Ja, von mir aus. Mach mal statt Irrlicht. Irrlicht macht nämlich nicht so viel Schaden. Das verbrennt halt die Leute, aber sowas mag ich immer nicht. Einen komischen Dot. Damage over time. So, blödes Kackmogelbaum. Gestein. Imitations-Pokémon. Bewegt ein Baum bei Windstille einen Ast, ist das kein Baum, sondern ein Mogelbaum. An Regentagen hält es sich versteckt. Ich hab Mogelbaum schon immer gehasst. In jedem fucking Pokémon. Toll, und wegen diesem blöden Mogelbaum muss ich jetzt mein Exantros heilen. Mit einem fucking Supertrank, der wieder 600 Geld kostet oder so. Doofkopf. So, was haben wir hier? Ein Münzamulett. Verdoppelt das Preisgeld, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. Wie viele Dinger bekommt man denn davon? Das ist ja richtig heftig. Das ist schon die zweite Sache, die das Preisgeld verdoppelt. So, und da Fly noch nichts hat, kriegt Ranik das. Subi, was haben wir hier sonst noch? Diesen komischen Karate-Typen? Wird ja wahrscheinlich Kampf sein, nicht wahr? Der sieht so doof. Das ist für mich auch kein Pokémon. Der sieht richtig dumm aus einfach. Wir haben einfach nur einen Menschen genommen und blau gemacht und ihm zwei Finger abgeschnitten an jeder Hand. Und dann gesagt, ja, hier, dieser Typ von der Blue Man Group ist jetzt ein Pokémon und heißt Karadonis. Lebt damit. Rasierblattattacke. Das macht gar nicht so viel Damage. Ja, okay. What the fuck? Er setzt Fußtritt ein und benutzt dafür seine Hand. Ist klar. Okay, Pokémon. Mhm, klar, das ist dein Fuß. Das glaube ich dir sofort. Mann, das ist ein Pokémon, das ich nicht ernst nehmen kann. So, deswegen gibst du dich auch nur einen ganz normalen Pokéball. Bitte bleiben Sie drin. Guck, jetzt hat er wieder so eine Kurve geworfen. Ist halt jetzt die Frage, ob das wirklich Zufall ist, wann er straight drauf wirft. Oder ob das gegnerische Pokémon wirklich nur so zwischen 1 und 5 KP haben darf, damit das ist. Radek, sag doch mal, du bist doch hier Pokémon-Profi. Oh, Memeon Level 30, Leute. Und möchte Kehrtwende erlernen. Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Auch mega cool. Nehmen wir mal statt Klaps, weil Klaps ist sowieso nicht so geil.
Dann können wir mit Memmion kämpfen und wenn es dann brenzlig wird, dann wird halt ausgewechselt. So, Caradonis ist ein Karate-Pokémon von Typ Kampf. Es strebt unentwegt nach Stärke. Wer in den Bergen einen Caradonis beim Training erblickt, sollte sich ganz leise aus dem Staub machen. Eine 0 von 10. So, Smogon holen wir uns auch noch. Oder Smogmog? Bist du Smogmog? Nee, Smogon. Smogmog ist die Weiterentwicklung. Okay. What the fuck? Klärsmog? Klärsmog ist sehr effektiv gegen Exandros? Alles klar, wenn du das sagst. What the fuck? Okay, Fly, du bist dran. Warum tötet er mich einfach? Hä? Super wack. Weil der Gift ist, oder was? Ist Gift gut gegen Pflanze? Toll. Jetzt ist Exandros schon wieder gestorben. Ich habe keine Beleber mehr bald. Ich muss dringend neue Beleber kaufen. So oft, wie mir hier die Pokémon wegsterben. Jetzt bin ich gespannt. Tötet ein Wirbler den? Der Rannik meinte auch, Wirbler ist eine Attacke, die oft kritisch trifft. Oder war das... Ja, ich glaube, das war Wirbler. Oder? I'm not quite sure. Egal, so, wir fangen das jetzt hoffentlich. Haben wir vielleicht irgendeinen coolen Ball für den? Wir hätten einen Finsterball. Es ist ja quasi Nacht gerade. Ja, komm, wir setzen mal so einen Finsterball ein. Wahrscheinlich ein Ball, der 1000 kostet, aber ich glaube, ich habe die irgendwie auch geschenkt bekommen, von daher passt das schon. Und bevor der gleich wieder hier irgendwas tötet und ich noch einen Beleber verliere, ist das, glaube ich, die sichere Variante. So, Smogon ist ein Giftwolken-Pokémon. Sein Körper ist zum Bersten voll mit Giftgas, angelockt von fauligem Geruch, verrotteter Abfälle, lungert es auf Müllhalden herum. Und dann haben wir ja noch Rothoots. Nee, die Weiterentwicklung, wie heißen die denn nochmal? Noctu, genau. Was Saranik mir auch noch gesagt hat, dass anscheinend Zauberblatt mehr Damage macht, weil Zauberblatt eine psychische Attacke ist. Ja, total. Total mehr Damage. Und unser Exandros anscheinend mit psychischen Attacken krasser drauf ist, als zum Beispiel jetzt Rasierblatt. Weil Rasierblatt ist eine physische Attacke, das habe ich mir ja alles gemerkt. So, wir haben es gegen einen Vogel zu tun. Ich habe keine Ahnung, was gut gegen Vogel ist. Doch, weiß ich, Boden. Aber wir haben keine einzige Bodenattacke. Na komm, dann machen wir einfach Vogel gegen Vogel. Ist bestimmt auch ganz cool. Sunquow, du bist dran. Dann pflückt den einfach mal weg. Ist wahrscheinlich nicht sehr effektiv oder nur normal effektiv. Oh, doch. Macht gut Damage. Wir sind aber auch 7 Level über den, muss man halt dazu sagen. Da langt wahrscheinlich auch ein normaler Pokéball. Ja, das sieht gut aus. Merci. Wir hatten ja auch schon die Vorentwicklung. Also wir hätten ja auch einfach unser Hohtod weiterentwickeln können, dann hätten wir den ja auch gehabt. Soll das Spiel sich mal nicht so anstellen. So, Noctu ist ein Eulen-Pokémon und seine Augen sind so gut entwickelt, dass es selbst in fast kompletter Dunkelheit so klar sehen kann, als wäre es Tag. Okay, so. Haben wir hier, glaube ich, alles, was man so kriegen kann. Das sind hier die 3 Pokémon, die es hier gibt. Da ist noch irgendwas anderes, ist aber gerade geflüchtet. Oh, Superbälle, danke. Was ist das? Irgendwas Kleines. Ach, das Viech, das Betis auch hatte. Remover. Dann stirb mal bitte nicht. Sehr gut. Perfekt sogar. Säuselstimme. Schön. Ja, sollte auch ein normaler Pokéball reichen. Wenn die hier nur Anfang Level 20 sind. 1, 2, 3. Und du bist mein. Primova ist ein Gerusa-Pokémon von Typ Psycho. Mit dem Fortsatz an seinem Kopf kann es die Gefühle von Lebewesen wahrnehmen. Es öffnet nur Gerusam veranlagten Leuten sein Herz. Sein Herz dann in seiner Mütze drin und das geht dann quasi so auf, wenn er gerusame Leute mal findet. Ach cool, 4 neue Pokémon gefangen. That's a nice Ausbeute. So, du willst doch kämpfen, oder was? Dann lass doch kämpfen. Du mit deinem... Was ist für ein Ball? Finsterball? Luxus? Nee, ist ein Luxusball, ne? Oh, grüß dich, junger Trainer. Wärst du wohl so nett, dich mit mir in einem Kampf zu messen? Ja, freilich. Ein Voldi! Aber, kleiner Tipp für dich, Madame, entwickel dein Voldi nicht weiter, weil das wird voll hässlich, wenn es weiterentwickelt ist. Nur so, dann hat das nämlich keine kleinen Beinchen mehr. Dann ist das einfach ein Hund. Und ein normaler Hund ist nicht so süß wie ein Corgi-Hund. Und ich finde, für diesen tollen Tipp habe ich mir jetzt schon verdient zu gewinnen, oder? Aber Welpen sind nun mal... viel süßer als richtige Hunde. So, wer will denn mal kämpfen? Der Rannik hat noch so wenig gemacht. Rannik, du bist mal dran. Los, Rannik-san! Ab, stinkt dir. Oh, das ist die Weiterentwicklung von diesen anderen
Ledermaus-Typen-Dingsbums. Kann mir sogar vorstellen, dass da Unlicht sehr effektiv bei ist. Boah, ey. Kannst du doch einfach die Hälfte der Leben abziehen. Das war auch kein Biss. Ranixan hat einfach nur sein Bein hochgehoben. Oh nein, wahrscheinlich stirbt Ranik jetzt sogar, oder? Ranik, überlebe! Ja, du bist der Allerbeste! Los, mach deine Bissattacke, indem du deine Beine hochhebst. Sehr gut, Ranik. Und ich hatte sogar recht, das ist sehr effektiv. Mann, also ich habe das Pokémon-Game hier voll raus. Oh wehe, Mia. Wer hätte denn auch ahnen können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst? Richtig viel Money bekommen, ey. 10.000 Pokédollar für so einen Billo-Kampf. Ist das ein Polizist? Hi. Da hast du mich entdeckt, verdammt. Hey du, ja du. Na los, stell dich dem Kräftemessen mit einem Polizisten. Der sieht aber aus, als wenn er den ganzen Tag nur Donuts essen würde. Oh, ein Fukano. Der Ardua hat einen Fukano. Da ist Exandros natürlich nicht so geil, muss ich sagen. Ich glaube, dann kommt Memeon mal wieder raus. Das ist ein gutes Training für Kabu. Los, Memeon. Hallo, ich bin Memeon. Wann, glaubt ihr, entwickelt sich Memeon weiter? In den 30ern? In den 40ern? Oder doch erst in den 50ern? Na komm, Aquavelle. Ist mir egal, blöder Kopf. Mach dein Fukado kaputt. Bitte sperren Sie mich nicht ein. Ist doch voll rassistisch von Ihnen. Nur weil ich einen Undercut mit roten Haaren habe, mich hier gleich aufhalten zu wollen. Ich bin kein schlechter Mensch. Hahaha, kein schlechter Mensch. So, du bist festgenommen. Nein, Officer, bitte nicht. Ich muss schnell abhauen. Ach, guck mal, da ist die erste Naturzone, oder? Ich glaube schon. Und ich glaube, wir sind jetzt nämlich gleich wieder in Engine City. Da liegt doch schon wieder was. Prachtfeder. Eine ganz normale Feder, die rein gar nichts bewirkt. Geil. Perfekt. Sowas habe ich schon immer gesucht. So, und mir ist nämlich letztes Mal auch wieder aufgefallen, bei diesen Brücken, ich sehe das richtig schlecht, wenn hier irgendwas leuchtet. Ich werde hier jetzt ganz langsam lang gehen, Leute. Hey, du willst nicht kämpfen, ne? Wir sind jetzt wieder in Engine City. Yaui. Schenkt uns Baldur vielleicht noch einen Pokéball? Nein. Dann einmal Pokémon heilen. Einmal Geldos geben. Oh, halt von 63.000 auf 16.000 runter. Haben jetzt dann eingekauft, wir haben jetzt wieder ein paar Beleber und Stuff. Wollen wir noch kurz die Pokejobs machen. Und vor allem die ID-Lotterie. Oh ja, ID-Lotterie, da habe ich richtig Bock. Ja, lass versuchen. Oh, keine Übereinstimmung, nein. Hurra, habt ihr gut gemacht. Exzellente Arbeit. Ja, happy. Exzellente Arbeit. Ja, habt ihr gut gemacht. Exzellente Arbeit. Steins-Pokémon und Carpador, bye bye. Dann einmal im Knospi-Inn übernachten und dann können wir, glaube ich, weiter. Ich weiß immer noch nicht, warum wir hier eigentlich sind. Wer warst du nochmal? Hallo, du bist Dizzy, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Nun, du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Jetzt gleich? Uff, na gut. Oh, was für ein Kampfgeist. Ach, das ist die Team Gel-Tante, okay. Passt schon. Team Gel ist auch gleich hinten vorgekrochen, ey. Die Mary. Bin mal gespannt, was die für Pokémon hat. Liebunkel. Toxic. Deswegen sind ihre Fans wohl auch toxisch. Bin keine gute Verliererin, musst du wissen, aber als Verlierer denke ich ja eh nicht. Ja, okay, da ist dann natürlich Exandros ziemlich schlecht. Was ist denn allgemein gut gegen Gift? Ich werde einfach mal Ranik einwechseln, weil der halt auch Gift ist. Schock. Ja, macht doch gut Schaden, obwohl es nicht sehr effektiv ist, gell? Also ich glaube, Exandros, ach du Scheiße, ey, wäre da sofort tot gewesen. Keine Ahnung, was da dagegen gut ist. Kratzfuri auf jeden Fall nicht. Das wird ein paar Hits kosten hier. Vergeltung? Nein! Hallo, was bist du denn für ein Viech? Ja, alles klar. Oh, das wird schwierig. Okay. Ja, Sonquo vielleicht? Bitte töte nicht meine Pokémon. Das ist immer so teuer, wenn irgendjemand stirbt. Oh, schon wieder Vergeltung. Okay, bei Sonquo macht das einfach gar kein Damage. Das finde ich sehr gut. Und Pflücker ist sogar sehr effektiv. Also Flug ist gut gegen Gift. Warum? But why? Weil Vögel auch diese Vogelbeeren essen, die roh giftig sind oder so? Und deswegen haben die voll die natürliche Abwehr gegen Gift? Ist das so? Aus Vögeln stellt man ja auch Anti-Gifte her, nicht wahr? Habe ich gehört. Morpeko, ja, wenn die ganze Zeit Gift hat, dann können wir ja einfach bei Sonquo bleiben.
Das ist, das, deswegen, ich, ja, das stand eben auch schon hinter ihr, deswegen dachte ich eigentlich, dass Exandros ganz gut ist, weil das wird doch garantiert ein Elektro-Pokémon sein, oder nicht? Ja, das sieht halt so ein bisschen aus wie Pikachu, nur halt mehr Maus als Pikachu tatsächlich. Also mehr Hamster, ne? So eher Hamster, ja. Was passiert hier? Das ist ja höchst interessant. Ist er jetzt Gift geworden, oder was? Er ist einfach böse geworden. Ja, da müsste Pflücker ja jetzt sehr effektiv sein, oder nicht? Er kann trotzdem Elektro? Oh shit, Elektro ist natürlich mega gut gegen Flug. Der Sunkorb ist gerade mega im Nachteil. Das ist trotzdem nicht sehr effektiv. Hey, der verwandelt sich einfach jedes Mal. Was ist denn los mit ihm? Bipolare Störung oder was? Na gut, Exandros. So, dann können wir gleich mal Zauberblatt einsetzen, weil das, wie gesagt, besser sein soll. Ich glaube, der Tank bringt meine Gefühle gut zum Ausdruck. Na, was meinst du? Der Biss? Bist du so eine Beißerbraut oder was? Wieso durfte ich jetzt nicht angreifen? Hallo, Exandros? Bitte einmal den Zauberblatt. Dankeschön. Wow, voll der Damage. Das ist nicht richtig, dass er sich immer wieder verwandelt. Ganz witzig, aber es nervt auch irgendwie ein bisschen. So, noch ein Rasier. Nein! Mary! Da, da, da. Warum? Warum tust du das? Warum heilst du deine Pokémon? Ah, jetzt muss ich nochmal angreifen. Und ihr komisches Morpico hat leider eine bessere Initiative als mein Exandros. Au. Tja, dann friss mein Zauberblatt. Fuck, wieso hat das nicht gelangt? Hey, als ob. Radik, du hast gesagt, Zauberblatt macht mehr Damage. Oh, dann endlich ist es weg. Aber es kommt halt noch ein Pokémon. Hoffentlich eins, das ich kenne vom Namen her. Zurokex. Habe ich auch schon mal gehört. Was war da nochmal Zurokex? Naja, Exandros wird auf jeden Fall sterben, wenn wir ihn drinnen lassen. Deswegen packen wir mal Fly rein. Los, Fly! Fly ist nämlich richtig Fly. Es wäre ja irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Darum geben wir nicht auf und geben alles. Ach, das Ding. Das habe ich aber, glaube ich, nicht bei ihr gesehen, sondern allgemein... Ich habe noch nicht gegen sie gekämpft. Ich habe gegen Team Jell gekämpft und dann kam sie da und hat gemeint, was ist denn hier los? Was soll das alles? Und wir haben sogar eine sehr effektive Attacke gegen den, weil der anscheinend auch Kampf ist. Ist natürlich auch sehr effektiv gegen uns. Ist es nicht? Hä, aber... Porenta ist halt auch von Typ Kampf und nicht von Typ Geflügel. Deswegen dachte ich, dass sein Fußtritt jetzt auch sehr effektiv sein müsste, aber ist es anscheinend nicht. Tja, sorry, Mary. Ach, du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Du dachtest, ich wäre schwach? Ach, ja, ich habe meistens im Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Pico! Wäre witzig, wenn der sich jetzt nochmal entwickeln würde und dann nochmal so eine böse Verabschiedung machen würde. Am nächsten Morgen. Oh, Mario. Ein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Ligakarte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Vielleicht ja Wasser-Pokémon. Hier, nimm doch auch meine. Ich meine eine, und zwar von Kabu. Und das hier kannst du auch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Feuerheiler. Damit kannst du Feuer heilen. Na dann, ab zum Engine-Stadion, um den Feuerorden zu bekommen. Pico! Alrighty, danke dafür. Dann mache ich mich mal aus dem Weg. Tschüss, meine Fans. Danke, danke, dass ihr alle auf mich gewartet habt. Jo, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Da oben? Ach, im Engine-Stadion ist der drin? Wo auch die Eröffnungszeremonie stattfand, oder was? Ja, Hopp steht da auch vor. Okay, also hier wäre dann dritter Arena-Leiter, oder was? Die Folge ist aber noch zu kurz. Dann suche ich nochmal nach Porentas, weil ich diese komische Lauchstange haben will. Aber ich finde keins, alles klar. Na gut, dann war das heute eher eine kurze Folge. In der nächsten Folge widme ich dann der Arena da, gegen Kabu, Feuer und so. Und wir werden wohl nochmal in die Naturzone reingehen für dieses neue Pokémon. Das wollte ich mir dann auch nochmal angucken.
Und ich habe gerade gemerkt, hier, wenn das Fahrrad so leuchtet, dann kann man B drücken und dann wird er für einige Zeit so ein bisschen schneller. Nur so, falls ihr das Spiel vielleicht spielt und das noch nicht wusstet. Ja, ja. So, also ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, weil ich hab halt gefallen, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, auch du, Onyx. Tschüss.